Hallo ihr Lieben, wie ihr seht, bin ich schon mitten bei der Arbeit. Ich habe ein Aquarellpapier mit Kreppband auf meine Platte aufgeklebt. Das grundiere ich jetzt mit einer Mischung aus weißer Acrylfarbe mit einer Spur Ocker. Und die Farbe trage ich relativ dick auf. Sie ist gleichzeitig meine Versiegelung für das Papier. Was ich heute vorhabe, ich möchte eine Monotypie-Technik anwenden, ein Durchdrückverfahren, und als Material brauche ich nichts weiter als ein Stück Backpapier und meine Acrylfarbe. Lasst euch überraschen! Ganz untypisch für mich habe ich heute drei Farben ausgesucht. Ein Orange, dann ein Magenta und als Zusatz noch für die Dunkelheiten Schwarz. Das kommt bei der Druckerei besonders gut hervor. Nun kommt mein Backpapier zum Einsatz. Ich trage es mit einem Pinsel einfach unverdünnt auf. Und dann seht ihr, wie einfach diese Technik ist. Da die Acrylfarbe schnell trocknet, solltet ihr auch gleich mit dem Druck beginnen. Also einmal umdrehen. Platzieren, möglichst nicht mit den Fingern berühren und dann mit einem Ende eines Pinsels oder mit einem anderen Werkzeug Linien hineinziehen. Das können gegenständliche Formen, Figuren sein, es können einfach abstrakte Linien sein, wie bei mir. Das Ergebnis ist immer abhängig von der Feuchtigkeit der Farbe und ja, vom Zufall auch ein bisschen. Es entstehen sehr malerische, zeichnerische Strukturen und es ist eigentlich immer eine Überraschung. Hier ist die Farbe schon etwas trocken. Ich versuche trotzdem noch etwas durchzudrücken. Ich denke, aufgrund der Heizungsluft jetzt im Winter ist die Farbe einfach schnell trocken. Und dann muss ich einfach nochmal neu auftragen. Einzelne Stellen auf meinem Backpapier sind noch feucht, die drucken noch, andere sind schon getrocknet. Die Farbe auf meinem Bild ist noch feucht und die nehme ich jetzt einfach nochmal mit einem neuen Stück Backpapier ab und drucke das Ganze auf die zweite Form. Erstmal alles trocknen und hier seht ihr, wie die Strukturen aus der Nahsicht aussehen. Total spannend. Das kann man auch einfach als zusätzliches Element im abstrakten oder auch im gegenständlichen Bild einsetzen. Für mich geht es jetzt noch ein bisschen weiter
Und ich versuche einfach mit weiteren Druckdurchgängen noch mehr Strukturen ins Bild zu bekommen. Schaut mir einfach dabei zu. An diesem Punkt habe ich eine Idee. Ich möchte zusätzliche Strukturen aufbringen. Eine wässrige Farbmischung kommt auf das Bild und dann Alkohol, um Strukturen zu erzeugen. Aber ich sehe sofort, die zusätzlichen Strukturen nehmen die Wirkung des Gedruckten weg. Also muss ich mich irgendwie dieser zusätzlichen Strukturen wieder entledigen. Wie ich das mache, seht ihr jetzt. Zunächst einmal mit einem weichen Papiertuch. Damit versuche ich, die Flüssigkeit aufzunehmen und damit auch die Strukturen abzumildern. Das gelingt bis zu einem gewissen Punkt. Hier merke ich, dass die schwarze Farbe noch gar nicht so richtig trocken war. Sie löst sich etwas an. Ich verschmiere das jetzt auch absichtlich und schaue einfach, wo die Reise mich hinführt. Mit einem feuchten Lappen gehe ich jetzt nochmal ziemlich brutal an die Strukturen heran und es wird alles etwas verschmiert und verwaschen. Und während ich das so tue, habe ich die Idee, vielleicht zunächst einmal mir zu überlegen, bestimmte Formen herauszuarbeiten und den Hintergrund mit Weiß abzudecken.
An dieser Stelle kommt einfach nochmal diese Drucktechnik zum Einsatz. Und zwar einfach nur mit schwarzer Farbe. Nach dem Trocknen werde ich in der Art der Negativtechnik in der Mitte einfach eine dunklere Farbe einfügen an einigen Stellen, um die Form damit kompakter zu machen und um die Strukturen, diese runden, kreisförmigen Strukturen, die ich eben erzeugt habe, deutlicher zu machen. Zum Schluss erhöhe ich hier noch ein bisschen die Kontraste und füge noch etwas weiße Lichter ein, um diese blasigen, runden Strukturen etwas deutlicher hervorzuheben. Und damit ist mein Probewerk eigentlich schon fertig. Ich hoffe, ihr habt Ideen dazu, wie ihr diese Technik mit dem Backpapier in euren Bildern einsetzen könnt, und vielleicht sehe ich einige Beispiele dazu auch auf der Seite Gerda Lipski Students auf Facebook. Ich würde mich freuen. Ich wünsche euch mit diesem Video eine wunderbare Weihnachtszeit. Habt schöne Tage. Ich bin nicht ganz sicher, ob ich vor Weihnachten noch ein Video hochlade. Vielleicht ja, vielleicht nein. Ihr werdet es sehen. Bleibt alle gesund. Bis dahin. Liebe Grüße.